Wollen Sie auch bis 67 arbeiten und erst dann in Rente gehen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Das Thema Diskussion um die Rente mit 67 hört ja in Deutschland aktuell nicht auf. Arbeitgeberverbände fordern immer wieder die Erhöhung des Renteneintrittsalters von 67 auf das 69. oder 70. Lebensjahr. Und ich habe hierzu einen ganz interessanten Beitrag im Internet gefunden. Und zwar sagt die Chefin der Deutschen Rentenversicherung Rosbach, dass es um das Thema der Rente mit 67 bis zum Jahr 2031 keinen Handlungsbedarf gibt. Ich hatte in einem vorherigen Video schon gesagt, dass ich das auch so sehe, dass es also gar keinen Sinn macht, über das Thema Rente mit 67 und darüber hinaus sogar noch Rente mit 69 weiter zu diskutieren. Denn es wird das Problem aus meiner Sicht mit der Zukunftsfähigkeit der deutschen Rentenversicherung nicht lösen. Was wir brauchen in Deutschland ist eine einheitliche Rentenversicherung und dieses Thema nimmt jetzt aktuell endlich richtig Fahrt auf. Die Frage, die sich mir aber stellt, ist bei aller Brisanz dieses Themas, was ja letzten Endes auch gerne von den, sagen wir mal, von den Arbeitgebern so vorgespielt wird, ist doch die Frage, können Sie als Versicherte tatsächlich bis zum 67. Lebensjahr arbeiten gehen? Unter welchen Bedingungen können Sie sich denn das eigentlich vorstellen? Und das ist doch die ganz entscheidende Frage. Kann ich zum Beispiel einen Menschen, der auf dem Bau arbeitet, der in der Klinik arbeitet, der in der Pflege arbeitet, der im Bäckerhandwerk arbeitet, der im Straßenbau arbeitet, meinetwegen sogar noch in abgeschalteten Atomkraftwerken arbeitet, kann ich dem das wirklich zumuten, bis 67 arbeiten zu gehen? Oder ist er vielleicht möglicherweise körperlich so am Ende, dass er gar nicht mehr arbeiten gehen kann und dass er ganz schnell in Rente gehen will? Was mache ich denn mit den Leuten, die praktisch krank sind, aber nicht so krank sind, dass sie zum Beispiel eine Erwerbsminderungsrente bekommen können? Was mache ich mit denen? Wie kriege ich die eventuell in Rente rein? Und da müssen wir praktisch die Antworten finden. Und da nützt es uns also nichts, dass in den Berufsbildern, wo Menschen hart körperlich arbeiten, dass dort sozusagen gefordert wird, das Renteneintrittsalter von 67 auf 69 zu erhöhen. Das ist aus meiner Sicht völliger Unfug und führt eigentlich gar nicht in die richtige Richtung. Was wir hier in Deutschland brauchen, und dafür stehe ich auch ein, ist endlich eine breite gesellschaftliche Diskussion über das Thema einer einheitlichen gesetzlichen Rentenversicherung. Und dann sollten wir uns in diesem Zusammenhang auch die Frage stellen, benötigen wir wirklich steuerfinanzierte private Altersvorsorge, die uns als Steuerzahler auch noch zusätzliche viele, viele Milliarden Euro kostet? Also, meine Damen und Herren, ich bin auf Ihre Kommentare wirklich sehr, sehr gespannt, was Sie dazu sagen zum Thema Arbeiten über das 67. oder bis zum 67. Lebensjahr hinaus. Ich denke, viele von Ihnen werden das gar nicht schaffen und gar nicht, auch gar nicht wollen. Vielleicht sogar dann in den sauren Apfel beißen und auch bei einem vorzeitigen Rentenbeginn Rentenabschläge hinnehmen wollen oder sogar auch müssen, nur damit Sie nicht weiter arbeiten gehen müssen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Wiedersehen.